Hallo und herzlich willkommen zu Games to Gaming. Ich bin Paul und wir machen ein Angespielt von. Ich hab den Namen vergessen. Ach du heilige Kacke. Hier, warte, da war es gerade. Moment. Souls Dice Arena. Das angepreiert wird mit den schnellsten den schnellsten MOBA, das es gibt. Das heißt, das Spiel soll ein MOBA-Spiel sein, das heißt MOBA-Spiele wie LOL oder Dota. Und soll relativ schnell gehen, weil man bekanntlicherweise kann ja mal so ein LOL-Spiel oder halt sowas ein bisschen länger in die Länge gezogen werden. Und hier wollten die das anders machen, indem sie einfach mal ein schnelles MOBA machen. Und zwar hat dieses kurz geklärt, man kennt es ja mal drei Lanes normalerweise. Hier verzichten die einfach mal auf die Top-Lane und auf die Bot-Lane, sondern gehen nur auf die Mittel-Lane. Immer 3 gegen 3 und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt und dann gehen wir einfach mal ins normale Spiel. Ich kann kurz noch was anderes zeigen, und zwar Play. Man kann ja aussuchen im PvP mit normalen Spiel oder mit einem Ranked halt, dass man halt für das Spiel Punkte abbezogen kommt oder dazu bekommt halt. Dann kann man in Koop mit Freunden zusammen gegen Bots spielen oder in Solo gegen Bots spielen mit verschiedenen Stärken halt. Aber wir machen erstmal normales Spiel. Das Lustige ist, man kann schon vorher, bevor man überhaupt richtig ins Spiel reinjoint, den Charakter aussuchen und dann wird das Spiel automatisch gesucht, wo der Charakter noch nicht verwendet wird und gebraucht wird. Und ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeinen, den ich schon mal gespielt habe am besten. Nehmen wir mal den hier. Den habe ich auch schon freigespielt. Das Freispielen funktioniert hier folgendermaßen, indem man die ganze Zeit einfach nur spielt oder sich hier unten für $100 sich Gems kauft und damit dann sich Spieler kaufen kann. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, was man auch auf Steam spielen kann. Und man kann jeden einzelnen Charakter, den man sich aussucht, hier hochleveln. Das heißt, man kann dann auch nochmal hier upgraden, wie man hier sieht. Was ich noch nicht gemacht habe. So, Barbaren Rage machen wir mal auf Damage ein bisschen hoch. Safe. Und hier unten auch auf Damage. Wir machen einfach mal alles auf Damage. Damage ist immer gut. Next. Und jetzt kann man sich hier noch den Skin aussuchen, wenn man einen hat dafür. Wie gesagt, mit Gems kaufen. Ja. Die fehlen einzeln, gibt es auch so ein Big Head. Was auch mal da hier bringen soll. Und wir nehmen jetzt einfach mal den. Jetzt kann man hier gucken, mit was wir starten wollen. Wir nehmen einfach mal einen High Trunk. Den hier. Und ich High Medium. Und drücken auf Start Game. Und jetzt sucht er ein Spiel. Und das dauert ungefähr 38 Sekunden, bis er ein Spiel gefunden hat. Es spielen nicht relativ wenig das Spiel. Das heißt, der findet relativ schnell ein Spiel. Also jetzt nicht so, dass man immer eine halbe Stunde warten muss, bis man mal spielen kann. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es nach, wie zum Beispiel, wenn man mal World of Tanks nehmen, nach ungefähr einer Sekunde irgendwie schon ein Spiel gefunden hat. So ist es noch nicht. Aber meistens so ist es dann um die vorgegebene Zeit, wird dann da was gefunden. So plus, minus ein paar Sekunden, der hat es schon gefunden. Jetzt treten wir einfach mal bei. Wir wissen nicht, was unsere Freunde haben, wir wissen nicht, was die Gegner haben. Dann werde ich euch gleich nochmal schön die Grafik zeigen. Ich habe hier drauf 1080p auch alles. Das heißt, ihr werdet jetzt sehen, dass es nicht gerade die beste Grafik in einem Spiel ist. Und dass das Spiel immer, jedes Spiel dauert immer um die 10 Minuten ungefähr, habe ich mal geguckt. Das heißt, so ein MOBA-Spiel, so 10 Minuten. Plus, minus, kommt vor allem, wie man halt durchwascht. Das möchte ich euch dann noch ein bisschen genauer zeigen. So, jetzt fängt es an. Wie man halt ein Leuchtspiel oder so kennt, wird mit Maus gesteuert. Man hat ja auch aber nur 3 Fähigkeiten zur Auswahl mit QWE. Und es gibt halt auch verschiedene Charaktereinklassungen, zum Beispiel Fernkampf, Nahkampf. Wir haben den Fernkampf. Wir haben den Nahkampf. So, das Interessante ist, man kann jetzt eben diese Kleinen hier sofort einsammeln, die einen Bonus gewähren. Oder man kann dann halt, wie gesagt, hier rechts drauf drücken. Und da erhält man dann auch einen Bonus. Und das hier hat auch einen Item-Shop. Ich habe den gerade vergessen zu machen. So, wenn man clever ist, wird man als Team hier ganz schnell. Oh, okay. Oh, das ist ein guter Tank. Da verpisse ich mal kurz mal zurück, denn ich wollte sowieso noch was kaufen. Wie gesagt, es geht darum, hier diese Sachen zu zerstören und dann halt am Ende diesen Turm von den Gegnern zu zerstören. Wie man, wenn man eigentlich mal ein Mobile-Spiel gespielt hat, alles ein bisschen vertraut vorkommt. Hier das Gute ist, man kann hier Auto beimachen. Okay, wir haben nicht genug. Gold sowieso nicht. Also ist das sowieso egal.
Wir werden verlieren. Ich kann mich jetzt nämlich nicht gerade auch kurz verlieren. Ich wollte euch nur mal das Spiel auch gezeigt haben. Wie gesagt, das kann man bei Steam spielen. Und wir versuchen hier mal ein bisschen was zu reißen. Ja, ich kann die Steinhaut machen. Jetzt könnte ich hier eigentlich durchwaschen, aber das Böse ist, der ist ein ganz guter Tank hier. Aber wir haben den eigentlich auch. Ich frage mich, warum der mir so viel Damage macht. Oh, verpiss dich bloß, ja. So, jetzt... Ah, den kriegen wir nicht down. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ah, hier unten ist Hilf. Ja, wenn die schon einen Tank haben, dann können sie ihn nochmal richtig nutzen. Man kann nicht das kaufen. Nicht, 350 brauche ich. Wow. Okay, wir haben hier oben 320. Ja, das wird jetzt nicht gut laufen. Das heißt, die Gegner haben jetzt die Chest, das heißt, die kriegen immer extra Gold, können sich davon extra Sachen kaufen und sind dann wiederum stärker als wir, was natürlich logisch ist. Ah, komm. Hätte der... Alter, wie viel Schaden die machen, das sind schon wieder... sind schon wieder hart gefeedet. Das lustige, interessante mit den Turmen ist, die aktivieren sich nur, also die schießen nur automatisch auf uns, wenn von denen hier einer in der Nähe steht. Das heißt, wenn die alle tot sind, schießen die Türme auch nicht auf uns und wir können einfach in die Stehner reinraschen. Und wenn nicht, dann... ja, nicht. So, jetzt die Truder. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal kurz. Müssen wir machen. Ja. Es ist nicht zu glauben, was ist denn das hier? Wie viel Leben hat der, Alter? Wir brauchen unbedingt diese Truhe, Alter, ohne Scheiß. Ach, es war keinen Sinn. Doofe Situation. Ich gehe wieder zurück. Ja, bleibt immer da hinten. Ich gehe zurück und ja, okay, einer von uns wurde auch schon getötet. Das heißt, so lange wird das nicht mehr dauern. Hier oben sieht man die Zeit. Das erste können wir jetzt auch mal kaufen, nach 3 Jahren, Alter. Okay, 200 brauchen wir. Eigentlich müsste ich jetzt die warten noch kurz. Ey, ich warte kurz. Auf 200, da kann ich mir nämlich den Knack hier kaufen. Los, los, los. Und zwar ein paar Schuhe. So, nächstes Mal brauche ich 250. Merke ich mir. Wie man sehen kann, man kann hier nicht ausschwenken. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie parallel einstellen könnte, aber ich glaube, so geht das nicht. Weil die Map auch relativ klein ist und naja. Da sehen wir mal, ich bin. Ja. Da habe ich kurz mal gezeigt zur Hitze. Ja, jetzt kriegen wir die Truhe. Ja, das heißt, wir haben jetzt immer gut Geld gekriegt. Zwar nicht so viel. Ich stelle mal kurz das immer ein. Ich brauche unbedingt ein bisschen mehr Geld. Ja. 250, das nächste könnte ich mir jetzt den gönnen. Fast. Bau nur fast. Ja, ich komme nicht an die ran. Wie soll man denn die zerstören? So, jetzt versuche ich mich nochmal an die Truhe zu gehen. Klar, dass er hier auf mich geht. Und ich brauche hier gar nicht etwas was zu suchen. So, wir müssen uns unbedingt jetzt mit Geld oder so. So, guckt euch das an, das ist nicht normal. Die sind schon wieder so OP drauf, das ist krass. Das ist echt krass. Oh, fuckender Shit, ey. Nee. Ich will das nicht. Oh, das gibt's nicht. Mann. Wie gesagt, ich wollte euch auch nur mal gezeigt haben, ich will jetzt nicht hier irgendwelche krassen Tricks machen. Ich bin auch selber nicht großer MOBA-Spieler. Ich habe nur ab und zu mal vielleicht ein paar Runden neu gespielt. Wir versuchen jetzt den Turm hier schnell zu down zu machen. Damit er uns hier nicht weiter auf die R geht.
So, es ist doch nicht normal, wie viel der sich heilen kann oder wiedergeheilt wird. So, wir sollen jetzt ganz schnell hier die Truhe zu gönnen. Kriegen wir auch. Ich krieg das. So, den möchte ich haben. Natürlich krieg ich den nicht. Die haben den Heiler. Die haben den verfickten Heiler. Ich versuche jetzt hier noch zu überleben. Natürlich nicht. Das kann ich mir kaufen. Dafür bräuchte ich noch 50. Dafür bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Ja, den Turm haben sie bei uns auch schon down. Und guckt euch seinen Leben an. Das ist krass. Das ist krass. Und vor allem diese Heilerin hier. Die heilt wie die Sau. Das ist echt nicht mehr normal, wie die heilt, ja? Boah. Da ist jetzt das gerade geleckt. Gott, die Gott. Naja. Ihr könnt euch das mal angucken, obwohl die Runde wirklich sehr lang gehen wird. Weil normalerweise so eine lange Runde hatte ich noch nicht so. Wo es jetzt immer noch so teilweise unentschieden steht. Das ist wirklich, ja. Könnt sich auch noch ein bisschen jetzt hier rauszögern, wie es aussieht. Guck mal, die bleiben in ihrer Base. Hier stehen hier, können ja nicht ran, weil die... So, und der müsste mal tanken hier. So, dann sag's doch. Wir machen nämlich jetzt einfach mal schnell den Turm hier da. Aber nicht, aber wir haben schon mal angefangen. Das ist schon mal gut. Wir sind nicht auf dem schlechten Weg, muss man schon sagen. Es läuft auf jeden Fall. Das wäre der hier nicht so OP. Wäre ich nicht schon wieder tot. Und ich kriege hier gar nichts hin. Dann wird es alles ein bisschen besser. Aber es ist nicht so. Ja, ich weiß, ich kann mich nur aufregen, wie. Aber das ist bei so einem Spiel immer vorprogrammiert bei mir. Ich muss sagen, das Spiel ist auch noch relativ neu. Das heißt, wir haben bestimmt auch noch ein paar OP-Sachen dabei sind und so. Wie zum Beispiel diese Heilerin. Und alles. Das. Oh, jetzt räumen die auf. Jetzt räumen sie auf. Jetzt haben wir eine Chance. Haben sie aufgeräumt? Ne, haben sie nicht, weil sie schlecht sind. Ja, ach. So, der ist tot. Da komm. Na also. So, die ist jetzt auch down. Nice, okay. Jetzt geh auf die Türme. Also, das ganze Gegnerteam ist gerade tot. Jetzt machen wir ganz schnell die Türme hier down. Die andere, keine Ahnung, was sie macht. Die ist... Oder er ist einfach ein bisschen behindert. Jetzt müssen wir nur noch den down kriegen. Die anderen werden jetzt gleich wieder gespawnt sein. Also der Große auf jeden Fall. Aber den können wir schon mal gut anwatzen. Und damit haben wir jetzt schon mal einen richtig guten Vorsprung jetzt bekommen. Nur durch die Tatsache, dass jetzt einmal alle mit tot waren. Und jetzt geht nämlich der Turm wieder auf uns. Ja, okay, ich wurde getötet. Nicht das Problem. Jetzt kann ich nämlich neue Sachen kaufen. Und die müssen jetzt hier mal was geschissen kriegen. Und der ist OP jetzt schon, Alter. Der hat sich hier richtig gut jetzt gerade vorbereitet. Da, oh, Alter. Okay, okay. Durch den können wir es jetzt zerreißen. Durch den können wir es jetzt auch noch schaffen. Wenn ich mal wieder da bin. Ja. Okay, komm. Lass mich raus. Ich weiß gar nicht. Ah, ich brauche Wald. Okay. Ich hätte mir jetzt eigentlich auch mal ein paar Powers hier holen können. Da. Zum Beispiel ist gut für mich. Da oben sieht man das hier. Ich werde jetzt nämlich nicht mehr Geld holen. Wir werden jetzt darum kümmern, die Typen mit down zu bekommen. Irgendwie. Wie auch immer. Das Spiel geht wieder viel zu lange. Ja. Komm, irgendwie müssen wir den rankriegen. Ah, okay, komm. Das ist meiner. Wenn er jetzt sich
So, ich würde mal sagen, das gewinnen wir trotzdem. Ja. Gewinnen wir. Okay, nice, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet, aber okay. Victory. Jetzt geben wir wieder alles schön im Bonus. Das ist wieder richtig nice gemacht. GG, jetzt haben wir alle nochmal hier. GG, GG. Hier, wir sind auch gleich mal auf Level 4. Und kriegen hier sehr gut. Jetzt können wir den schon wieder upgraden, weil der Level 4 ist. Machen wir mal auf Lifestyle ein bisschen. Weil der ging ja doch relativ schnell down. Und ja, das war Soul Stage Arena. Guckt euch das an, weil es 7 kostenlos zu spielen. Es ist wahrscheinlich das schnellste MOBA-Spiel der Welt, wenn man es richtig spielen kann. Aber welches Spiel ist es dann nicht? Das war wieder Games to Gaming. Ich bin raus. Ciao.